Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal haben wir uns als Ehestifterin probiert. Offensichtlich erfolgreich. Und haben mal so ganz nebenbei drei Behemoth und drei Panzerwanderer niedergestreckt. Wobei ich alle meine Heilutensilien komplett aufgebraucht habe. War lustig. So, Auftrag abgeschlossen, Hammer und Stahl. Und wir haben Stufe 37 in der letzten Folge noch erreicht. Heißt, wir können eine neue Fähigkeit kaufen. So, Ausweichtalent ist nicht mein Ding. Konzentration habe ich noch nie benutzt. Doppelschuss ist Quatsch. Fallen entschärfen nutze ich auch nicht. Und Maschinenreparatur. Ja. Was haben wir denn sonst noch so? Anführerschlag. Mächtige und Elite-Gegner lautlos erledigen. Klingt hervorragend. Starker Schlag plus. 30% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Klingt noch besser. Reitmaschine rufen, egal wo man ist. Und offensichtlich durch Pfeifen schon mal irgendeine Maschine überbrücken. So, Ausbeuter plus höhere Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern. Ich habe so schon keinen Platz im Inventar. Ich nehme das. So, und ich könnte mal gerade, weil wir so schön beisammen sind. Ah ja. Gut, aber ich habe noch Gesundheitstränke. Muss für den Moment reichen, um mich erstmal verständlich zu heilen. So, was machen wir als nächstes? Nebenquest. Ja, sammelt drei Energiezellen. Soll ich nochmal in der Schrotthalle in dem angucken? Da gab es doch Energiezellen. Schauen wir mal. Warte mal. Das Dorf hat einen Hinterausgang. Ah, hier sind noch die rauchigen Brandspuren unseres Kampfes. Dem ich mit Petras toller Waffe auf die Banditen geschossen habe. Mal gucken, ob hier noch was zu holen ist. Ich will auch Energie zählen. Kann sein, dass Petra alles abstaubt. Was nehmen wir denn? Hier ist so viel Schrott und es liegt hier einfach nichts rum. Ja, zumindest nichts, was ich verwerten könnte, oder? Enttäuschend. Einfach enttäuschend. Und ein Suppenhuhn. Rotfahren, aber trotzdem. Entschuldigung. Sie sind für nichts und wieder nichts gestorben. Gut, aber. Also, altes Waffenlager können wir aktuell nicht. Machen wir uns für die Energiezellen. Erkunde den Schnitt. Ich glaube, das wollte ich vor zwei Folgen schon machen. Und wurde dann von der Halde abgelenkt. Ich finde es aber schön, wenn man auf den Marker zuläuft, aber sich trotzdem entfernt. Ein Reittier angezeigt. Zielüberbrücktes Pferd.
Noch nicht. Alles gut. Nicht gut. Aber jetzt. Hey. Hallo Sturmvogel. Tschüss Sturmvogel. Diese Maschinen passen gut auf. I don't think so. Ja schon, aber bei so viel Schnee kann man nicht gut sehen. Manchmal denkt er ein kleines bisschen zu viel nach. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Was auch wenn ich den Tod nicht aber ich finde das Play ungeeignet. Dass das Tal eine U-Form hat, aber das ist lecker. Oh, schön. Die Dinger machen auch Spaß. Auch in die eisige Wildnis hört, klingt für mich so ein bisschen wie das DLC Frozen Wilds. Ist das richtig? Spiele ich jetzt versehentlich das DLC? Nicht, dass das schlimm ist, weil ich denke mal, es wird sich eher in die Hauptstory einfügen, als ein bisschen dranhängen, oder?
aber so oft wie heute haben wir noch keiner Folge den Beginn und das Ende von einer Kampfmusik gehört. Ich wurde gesehen. Ja, das ist uns heute schon öfter passiert. Nur an der Schnappe für den Bonus. Was ein Bonus? Die Notur meinte. Und gleich darüber ist das Gebiet der Bani. Ab hier trennen sich unsere Wege, aber ich lasse dir noch ein Geschenk da. Ich werde dich reparieren. So, fühlst du dich doch gleich besser, oder? Das sieht schwer nach Frozen Wilds aus. Dankeschön. Nehme ich alles gern. Warte, hat sie die Lohe jetzt nicht mitgenommen? So nicht, junge Dame. So nicht. Dann schmeiße ich eher einen Klumpack. Hier irgendeinen Klumperquatsch raus, den kein Mensch braucht. Und von dem wir sowieso alle 500 Liter was Neues finden. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Also, folgendes. Rost erzählte mir Geschichten. Über die Banuk, ihre Schamanen und über diese blauen Kabel in ihrer Haut. Da kennen wir noch so jemanden, hm? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von den Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht meine Geschichte, Aloy, sondern die Master-Überbrückung. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Halt die Backen. Aber wie immer tust du, was du willst. Hm, richtig. Sickiger Silence. La 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 la. Kein Platz. What? Einfach mal ein komplettes Gebiet dazu gekommen. Was bist du denn? Da ist der neue Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Oh, hier habe ich irgendwas, was hier nicht bekommen? Irgendwie nicht, wa? Thank you.
Mistbär. Platsch, 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 platsch. Zwei Kissen. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Also wenn wir hier ein bisschen was über Silence erfahren, fände ich das jetzt nicht so übel. Ich weiß auch gar nicht, wovor er Angst hat, also echt. Ne? Dieses künstliche auf mach mal hin, die Zeit wartet nicht. Doch, tut sie. Ich könnte in diesem Spiel für zwei weitere Jahre herumrennen und es würde storytechnisch rein gar nichts passieren, wenn ich keine Quest mache. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Hier läuft kein heimlicher Timer ab oder so. Eine Fremde auf dem Berg! Nordlichter. Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Ja, solange sie jetzt nicht noch das Feuer eröffnen. Hallo. Okay, ich sehe schon, die Jungs mögen es auch warm. Kann man hier speichern? Nein. Guten Tag. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Ja, mir ist vom Klettern warm genug. Wir sind ein bisschen eingeschneit, aber das geht schon. Solange sie nur ein paar hämische Sprüche für uns auf Lager haben, ist ja noch alles gut. Du hast zum Schnitt geschafft, Fremde. Aber du bleibst nicht lang. Naja, das werden wir sehen. Holla, ist das der Sonnenaufgang oder was ist das da hinten? Von dem Berg dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Deswegen. Das soll Rauch sein? Meiner Meinung nach ein bisschen örtlich begrenzt und da schlagen irgendwelche in Zeiten wie diesen komischen dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig Zeremonien sind. Ah ja, klar, logisch. Wie sollen wir dem Häuptling noch vertrauen, nachdem so viele unter seinem Befehl gestorben sind? Er könnte besser führen als Aratak. In ihn müssen wir unser Vertrauen setzen. Unsere Schamanin ist fort. Unser Häuptling hat unsere besten Jäger in den Tod geschickt. Wie sollen wir jetzt noch Hoffnung schöpfen? Die jungen Jäger haben am Donnerstag eine Richtung. Da ist was Großes im Gange. Zu sein bedeutet das zu wissen, das gesamte Dorf, dass der Tod allgegenwärtig ist. Unsere Jäger wussten das. Ob der Rauch irgendwas mit Hades zu tun hat? Möge Uriah die Weisheit finden, die sie da draußen in der Wildnis sucht. Irgendein sadistischer Plan, die falls Aratak diese Welt vorhat zu vernichten? Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Burgrent, Lieferant für Bedarfsgüter. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Ah!
Ergreift eure Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Und so frage ich euch. Tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut! Mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wow. Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Ein Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit 2 langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa. Er begann mit dieser Schamanin, Uria. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Uria verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratak kommt, rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Die Banuk. Was ist es an dem Banuk, das nicht zu verstehen ist? Alles ist eine Prüfung. Ein zu erduldendes Leid. Eine Herausforderung. Scheint, als ob sie keine Wahl hätten an so einem Ort. Ja, ein so unglaublich kaltes Land, voll mit wilden Tieren. Man würde meinen, dass sie preiswerte Hilfe annehmen. Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Aber ein Banuk, der nichts mehr beweisen muss, kann auch einfach sterben. Erzähl mir mehr über Uria. Und Uria, sie sprach von diesem Dämon. Genau. Hat Aratak und den anderen erzählt, dass er auf dem Donnerkamm lebt. Und sie glaubten ihr. Aber du nicht. Also, ich weiß nicht, was Uria oben gefunden hat. Schamanen reden nicht mit Fremden. Die Maschinen im Schnitt werden bösartiger, das steht fest. Vielleicht durch den Dämon. Oder sie haben einfach alle Magenprobleme, was weiß ich. Aber Uria kann es jetzt nicht erklären. Sie ist weg. Und niemand weiß, warum. Aratak. Ist Aratak hier ein angesehener Krieger? Er ist ein Verak-Häuptling. Sein Wort wird respektiert, allerdings hört man es nicht oft. Er spricht so viel wie ein toter Fisch. Doch als er und Uria mit dem Verak herkamen, hat es mehr Banuk hierher verschlagen, als ich je sah. Weißt du, was ich noch sah? Meine eigene kleine Handelsroute, die sich bis zum Anrecht erstreckt. Und dann führt er sie in ihren Tod durch die Krallen wütender Maschinen. Ja, so viel zu meinen besten Kunden. Was ist ein Verak? Was sind diese Veraks, Burkrent? Eine Art Stamm im Stamm? Ah, nicht für unsere Clans zu Hause. Man wird dort nicht hineingeboren. Es gibt Prüfungen. Zeig, dass du in irgendwas besser bist und vielleicht erhältst du einen Platz. Also manche Veraks kommen und gehen. Manche sind so langlebig wie Metall. Das ganze Banuk-Gebiet, Ban-Ur, ist nur ein Haufen der größten, ältesten Veraks. Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr verwirrt bin. Also, eine Sache ist sicher. Jeder Verak hat einen Häuptling und einen Schamanen. Sie treffen die Entscheidungen. Alles schön und gut. Nur, dass die Häuptlinge sturköpfig sind und die Schamanen in den Wolken schweben. Kennst du zufällig einen Mann namens Silence? Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut.
Wie ein Schamane. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave. Oder sie auch mit ihm. Konklave? Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhakt. Uriah war schon mal dabei. Aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Was kannst du mir über dich erzählen? Du sagtest, du lebst hier schon 2 Winter? Ja. Zu Hause haben mir ein paar Fellhändler von diesem stahlverlassenen Zelthaufen erzählt. Gute Lage. Bereit für Veränderung. Wir kamen kaum über die Runden, bis der Ort wegen Uriah belebter wurde. Ein großer Prophet kommt, sagten sie. Na, ich verstand Prophet. Großer Fehler. Nicht, dass die Banu geizig wären. Sie handeln nur lieber untereinander. Wenn wir nur einige überzeugen könnten, dann könnten wir diesen Ort berühmt machen. Oder wenigstens bekannt. Was ist, wenn sie das gar nicht wollen? Und wer ist bitte wir? Wir? Ich und meine Tochter. Meine Gehilfin. Varga. Meine Gehilfin und meine Tochter. Wir verstehen uns als Geschäftspartner besser. Ihre Mutter wollte, dass ich ihr einen Beruf zeige. Sie fing an Waffen rumzubasteln. Also, wenn du eine Pause von dem Banuk-Treiben brauchst, schau bei ihr vorbei. Ihr seid beide... wie soll ich sagen? Frauen? Nein. Unabhängig. Du findest sie in Langkerpe, dem östlichsten Banuk-Lager. Der Dämon. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Uriah finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfall im Gebirge gesehen. Angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest. Naltuk. Er geht Gerüchten nach. Nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee. Seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine, wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nichts zu danken. Ob Aratak mir mehr über Uriah oder den Donnerkamm sagen kann, aber ich glaube, Versuch ist wert. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne Likes und auch Kommentare da. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn dann wieder. Bis dahin und bye bye.